Ich bin ja dann direkt, zum Glück war die Wucht so stark vom ersten Schuss, dass ich zu Boden gegangen bin und die anderen zwei oder drei Kugeln in dieser Höhe vorbeigeschossen sind. Ja. Weil wenn nicht, wäre ich stabil stehen geblieben, hätte er mich nur gestriffen, dann wären ja die nächsten zwei Kugeln irgendwo hier. Bei dir rein. Also hatte er die Absicht, würdest du sagen, dich zu töten? Er hat auf jeden Fall durchgedrückt, also drei, vier Mal. Durchgedrückt beim Wegrennen. Waren das 9 mm? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Luis, eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, yo, da sind wir wieder. Das hier ist der Anschlussteil. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, unbedingt einschalten. M-A-S-S-I-V, massiv. Wir waren eine Stunde in Berlin unterwegs, haben gesprochen über alles Mögliche. Seine Karriere noch einmal aufgerollt, ja. Und jetzt sind wir an dieser besagten Stelle, wo massiv, jeder kennt die Story, das ist ja die einmalige Story in Deutschrap gewesen, tatsächlich, wo ein Rapper umgeschossen wurde, was aber wahrscheinlich, also aller Wahrscheinlichkeit nach, nichts mit Rap an sich zu tun haben muss. Wahrscheinlich wegen seiner Person. Ja, er hat sehr, sehr, sagen wir mal so, mein Handy fällt hin, er hat sehr, sehr für Furore gesorgt. Damals, sein Hype war am Start, jeder wollte ihn testen, ja. Und da sind wir hingegangen, er hat sich der Kritik gestellt, ja. Viele Leute haben ihn auch vorgeworfen, eventuell war das ein Promo-Gag oder so ein Scheiß. Da haben wir gesprochen, Freunde. Ich würde sagen, ich halte das Intro kurz, wir schalten ein und sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. So, da sind wir mit Massiv an einer der Stellen, die ganz wichtig für deine Karriere waren. War das genau hier oder? Nein, ich weiß es nicht. Ja, bisschen weiter nach oben, bisschen weiter nach unten. Okay. Die Schicker Straße. Krass, wobei man denkt, nach so einer Geschichte weiß man das ganz genau. Aber hast du vielleicht auch verdrängen wollen, ich oder? Ich war danach noch einmal, glaube ich, hier. Und das war's dann. Auf jeden Fall haben wir hier geparkt irgendwo. Also hier irgendwo in dieser Straße. Hier kommen jetzt viele Jugendliche vorbei. Wir lassen einfach mal nicht vorbeigehen. So. Mit Massiv in Neukölln ist natürlich auch nicht leicht. Ich habe vergessen, dass du ein Superstar bist. Ja, vom Bekanntheit her ist es ja unglaublich. Egal, wo wir hingehen, die Leute rennen hinterher. Aber du bist beliebter Star. Also ja, die freuen sich, die kriegen Lächeln, wenn die dich sehen. Das ist schon cool. Bruder, ich kann wirklich, wirklich zu 100% bestätigen, dass ich mit einer der einzigen Rapper bin hier in Berlin, der einfach überall hingehen kann, überall essen kann, überall rumlaufen kann. Ich kann machen, was ich will. Ich lebe hier. Damals die Leute, die mir nichts Gutes wollten, mit denen verstehe ich mich heute. Ja. Und ich kenne jetzt alle Leute hier in Berlin. Ob gut, schlecht, ob dreckig oder großes Herz. Ich kenne alle Leute hier in Berlin. Und ich bin jetzt ein Teil von Berlin. Und ey, damals habe ich noch gerappt, ich bin kein Berliner, das und das. Aber ey, Mann, ich lebe jetzt schon seit 11, 12 Jahren. Ja, mittlerweile bist du auf jeden Fall Berliner. Ich bin länger hier als viele andere Rapper, Alter, Bruder. Und die werden nicht drauf angesprochen, warum sie hier leben, Bruder. Ich habe hier noch, ich habe hier einige Hymnen. Einige Hymnen abgeliefert, Bruder. Deswegen denke ich, dass ich jetzt ein Teil von Berlin bin. Wedding. Und hier sind wir an dem Ort, wo auf mich geballert wurde. Direkt nach dem Radiointerview bin ich sozusagen. Ich habe damals mein Handy immer so an einer Schnur gehabt, weißt du? Ja. Ich habe das immer so hängen gehabt, so Motorola. Hab so telefoniert, mein Freund ist nach oben gegangen, hier irgendwo Zigaretten holen, hier an diesem Häuschen da. Habe ich so telefoniert. So. Und damals wusste jeder Bescheid, dass ich gerade bei Agro-Radio war. Ah, also ich war live geschaltet. Jeder wusste, anscheinend sind die uns von dort schon gefolgt. Okay. Aber ich habe natürlich nicht links oder rechts geguckt. War für mich eine ganz normale Aktion. So. Ich telefoniere halt so und auf einmal war hier einer mit Sturmmaske gestanden. Okay. Also nicht wie bei AK. Ja? Außer Kontrolle, sondern komplett Sturmmaske. Erstmal Handy weg, weißt du, fallen lassen, ausgemacht, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat er angefangen zu schreien und direkt die richtige Waffe einfach hier so vor dir klatscht. Ja. Und ich fange dann an so zu diskutieren, ey, mach Waffe weg, das. Und er schreit so laut, dass ich meine eigenen Worte gar nicht hören kann. Also es ging alles so schnell. Okay. Und auf einmal hat mein Freund von Weitem geschrien, weil er zurückkam. Und auf einmal, ich weiß nicht, ob er sich erschreckt hat oder so drücken wollte. Ja. Aber auf einmal habe ich auch so, und dann bah, ist die erste hier reingegangen und hier raus. Du musst auch überlegen, der ist einen Schritt zurückgegangen, weil er sich erschrocken hatte von seinem Freund. Ich bin so gegangen, so 2,5 Meter, ist er ausgemessen worden, 2,5 Meter. Sozusagen, stell dich mal hier hin. Ja. Das sind 2,5 Meter und ich war dann, ich bin so zurück, baff, und die Kugel ist hier, baff,
Ich bin hier so runter ans Auto geknallt, ja, auf den Boden. Ja. Und er ist beim Wegrennen, hat er noch zweimal so gedrückt. Baff, baff. Oder dreimal. Zwei Stück sind in die Heckscheibe und eine ist in die Tür. Und ich bin immer noch 6 Monate mit eingeschossenen Löchern rumgefahren. Also erklär mir und erzähl mir nicht, was real ist, Bruder. Ich bin mit Einschusslöchern rumgefahren. Krass. Also, das, lass mich ganz kurz diesen Wagen noch abwarten, weil es so laut ist. Jetzt ist die Sache erstmal. Also, du musst ja auch überlegen, Bruder. Ich bin ja dann direkt. Zum Glück war die Wucht so stark vom ersten Schuss, dass ich zu Boden gegangen bin, ja, und die anderen 2 oder 3 Kugeln in dieser Höhe vorbeigeschossen sind. Ja. Weil, wenn nicht, wäre ich stabil stehen geblieben, hätte er mich nur gestriffen. Dann wären ja die nächsten 2 Kugeln irgendwo hier. Bei dir rein. Also, hatte er die Absicht, würdest du sagen, dich zu töten? Er hat auf jeden Fall durchgedrückt. Also, 3-4 Mal. Durchgedrückt beim Wegrennen. Waren das 9 mm Patronen? Also 2-3 Sachen müssen wir mal klären. Erstens, ist bis heute überhaupt rausgekommen, wer es war? Oder gibt es Vermutungen? Nein, das war ein Fluchtwagen, der ist in diese Richtung dann geknallt. Ich glaube, ein schwarzer Golf war das. Aber in Berlin bleibt auch nichts geheim. Ja, Bruder. Nach so einer. Mann, die Leute wissen sogar, wenn ein Kiosk überfallen wird, nach ein paar Monaten jeder auf der Straße weiß jeder, wer es war. Deswegen, Bruder. Und deswegen sage ich dir. Die Polizei hat diese Falschmeldung gegeben mit Streifschuss, 1, 2, 3, das und das. Und ich sag dir was, wenn das inszeniert gewesen wäre, dann hätte das die Polizei zu 1000% rausbekommen, weil sie die Telefonate, die Telefons gecheckt hätten. Plus meine ganzen Umkreis, meine ganzen Freunde, alles komplett gecheckt hätten. Was für ein, aber was für ein, plus Beweise am Tatort, die darauf zurückführen, dass das gespielt ist. Aber Alter, wenn ich das vorspiele, Bruder, ganz ehrlich, Fuß, zwischen uns beiden und den ganzen Leuten dazu. Wenn ich das vorspiele, dann lasse ich mir doch nicht von einer 9mm Kugel in Abstand von 2,5 Meter, die gemessen wurden von der Kriminalpolizei, durch das Schultergelenk knallen. Weil wenn das Schultergelenk trifft, dann ist erstmal hier eine Blutlache am Start, die kannst du gar nicht überleben. Weißt du? Vor allem kann es ja auch ganz leicht vorbei sein. Also, ja, genau. Weißt du, ich weiß nicht, was man da für einen Schaden mitnehmen kann. So. Wenn ich das inszenieren würde, Bruder. Ja. Und. Ja, lass ihn ruhig. Die Kids machen von überall Fotos. Wenn ich das inszenieren würde, Bruder. Und ich hätte wirklich nicht alle Tassen im Schrank. Dann hätte ich gesagt, okay, machen wir. Aber knall bitte in meine Hand rein. Ja, ja. Man hätte alles mit. Oder im Bein machen doch viele. Bruder, kennt man auch von Actionfilmen. Knall mir in meine Hand rein, Bruder. Aber ich stehe doch nicht 2,5 Meter Entfernung und mache meine Schulter auf gerade Linie so, dass du noch gerade so treffen kannst. Kein Lucky Luke schafft das, Bruder. Was hat der Arzt denn gesagt, als er das gesehen hat? Hat er gesagt, ja, also es gibt ja oft dieses, ey, sie haben Glück gehabt, sonst das oder sonst das. Ja, natürlich. Echt krass Glück gehabt, dass es ganz knapp am Schultergelenk vorbeigegangen ist. Und wir haben ja danach, ist das ja wirklich. So, rede ruhig weiter, ich hole nur die andere Kern. Ja, erzähl. Danach ist es ja wirklich so gesäubert worden mit den Pinzetten und so Operationen, bla bla, das und das. Da wurde halt so Alkohol durchgeschossen, desinfiziert und die Partikelteile wurden da rausgeholt. Krass, okay. Konnte man anhand dessen nicht rausfinden, welche Waffe das ist oder was war schon eine Schwarzwaffe, ne? Also die haben da diese Sachen rausgeholt alles, das gesäubert und zugenäht und so an beiden Seiten. Ja. Und haben gesagt, du hast echt Glück gehabt, dass das Schultergelenk nicht getroffen wurde, weil dann wäre alles zersplittert und das kann man dann nicht mehr. Nicht mehr ganz entfernen, alles. Also ne? Entweder, immer so ein bisschen entweder Arm ist weg oder gelähmt oder die Schultergelenk, du kannst dich nicht mehr bewegen. Ja, ja. Also, ganz ehrlich, dann würde ich mir doch in die Hand knallen lassen. Das ist doch der größte Quatsch, den es gibt. Das ist enorm. Ich mache immer hier fest. Ja, ist cool. Mach die mal hier hin. So, dann haben wir nochmal eine Totale für euch, Freunde. Und zu dieser Zeit ging es auch in Berlin richtig krass ab. Ich rede von einer Zeit, wo viele Leute was von mir wollten. Ja. Es gab keine Familie, die nichts von mir wollte. Ja. Jede Familie hat bei mir geklopft, hat geklingelt oder die wollten was. Die wussten, bei mir ist was zu holen. Ja. Und zu dieser Zeit wollte dich jeder testen und jeder war auch, hat sich ans Bein gebissen gefühlt, dass es nichts zu holen gibt. Bruder. Ja. Hier war Action in Berlin, Bruder. Ich will jetzt nichts gegen andere Städte sagen oder so, aber ich war neu hier und hier war Krieg, Bruder. Hier war Krieg. Deswegen, ich beneide diese Rapper, die heute anfangen zu rappen. Die können hinziehen, wo sie wollen. Die machen Straßenrap, Ghetto-Rap. Die Stadt ist nicht mehr so wichtig wie früher. Ne? Bruder, ist scheißegal. Alles jetzt, ist Internet. Ne? Bruder, jetzt kannst du aus Karlsruhe deinen Rap machen. Du kannst aus Stuttgart deinen Rap machen. Ja. Alles ist cool. Ja. Es zählen nur noch die Lines. Es zählen die Rhymes. Es zählt die Thematik. Die Lokalität ist Internet. Ja. Ne? Also, ne? Dieses 187, was die machen, dass das jetzt Hamburg-Ding ist, ist eine der Seltenheiten. Ja. Mittlerweile ist das selten.
mehr ist. Aber ich denke, 187, egal wo die gewesen wären, wenn die aus Bremen gekommen wären, wäre es auch gelaufen. Nein, aber ich meine, dass es jetzt, ne, dass die Hamburg auf die Fahne schreiben. Genau. Und natürlich Frankfurt, Azad auf, Azad sowieso, aber ich meine Haft, Entschuldigung. Haft, dass der, dass er so Offenbach so reingebracht hat. Offenbach, ja. Oder auch, ne, Frankfurt, Offenbach oder, ne, die Jungs sind auch lokalmäßig am Start, aber es ist halt Internet-Game alles geworden, ne? Yes. Und jetzt, wenn wir die nächsten mit Mietwagen. Während wir hier stehen, müssen wir immer mal gucken, dass uns jetzt keiner anschließt. Kennen die Leute die Story noch oder ist das so langsam aus dem Köpfchen? Nee, das ist Legende, Bruder, hier in Berlin. Ja, diese Story ist Legende, die weiß jeder. Genau deswegen und meine ich Bruder, doch. Mittlerweile müsste doch Bruder rausgekommen sein, wer das Bruder war. Bruder Ruth. Sowas bleibt doch Bruder nie geheim. Jeder Zweite, ob ich bei McFit bin oder irgendwo anders bin, jeder Zweite fragt mich, und, wer war das damals? Genau. Habe ich dich auch gefragt, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Jeder, der mich das erste Mal sieht, wo ich zum ersten Mal... Aber vor 10 Jahren. Wo ich zum ersten Mal zum Beispiel Farid und seine Freunde gesehen habe. Ja, damals, ja. Damals. Und, habt ihr ihn? Wisst ihr, wer es war? Weiß ja, ja, ja. Ja, krass. Was, ich weiß noch, weißt du, wo wir uns beide das allererste Mal getroffen haben? Was soll ich dir sagen? Ja, sag. Auf dem Konzert in der Schweiz? Ja, ja, das war Grenze, das war Grenze. Das wo, war ich mit Kay dort? Auftritt mit Kay und Sinanji. Ja. Ich habe meinen Bruder begleitet da. Am Bodensee. Ja, genau. Dieser Kollege, dieser Boxpromoter oder Boxer, ey, der hatte da das noch. Ja, der hatte. Aber da warst du noch ganz. Nee, da habe ich ja gar nichts damit zu tun gehabt. Ich weiß nur, Bruder, als und du warst so voll so. Aber ganz ehrlich, du warst so richtig abgefuckt und gelangweilt von allem, weil du aus dieser Techno-Szene kommst. Und das habe ich erst später mitbekommen. Nein, was heißt gelangweilt nicht, aber für mich war das nur ein Spaß, mitkommen. Ich habe damals Sinan in die Szene reingedrückt und ein bisschen ihm geholfen reinzukommen und ihm den Gig da geklärt und so. Und da habe ich es zum ersten Mal gesehen und das war für mich ja auch voll so, habe ich ja auch direkt gesagt, ey, was war da los? So, ja, direkt, ja, also fanmäßig so, normal, ganz normal. Aber es ist eine Frage, die kommt von jedem, Bruder. Ja, normal. Ist auch normal, Bruder. Krass. Vater damals. Es ist ja so Wahnsinn. Erstmal fragt man sich, wie viele Leute haben überhaupt eine echte Knarre? Dann eine echte 9mm. Bruder, aber hier in Berlin, Bruder. Berlin ist ja okay, so Ding. Berlin ist doch bekannt dafür, Bruder. Sollen wir langsam los? Ja, komm, gehen wir langsam los. Bevor hier gleich eine Versammlung ist. Full House, Alter. Ja, Full House. Komm gut klar mit den Leuten hier. Ja, ist alles gut. Nee, ich meine nur, dann müssen wir gleich wieder. Auf jeden. Nee, weil wir auch mitten im Weg stehen, Bruder. Ja, das auch. Hauen wir ab. Wir stehen schon hast du ein kleines hier. Szenario mitbekommen jetzt, Bruder. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Fanshit ist Fanlove. Ja, auf jeden Fall habe ich dich gerade zu diesem Ort gebracht, Bruder. Und dir nochmal alles detailliert erklärt. Jetzt können sich die Leute halt nochmal ihre eigene Meinung bilden, weißt du so. Und damit ist das Thema auch durch. Ich wollte es jetzt gar nicht ansprechen, aber ich muss da wiederum dazu sagen, dass es deine Idee war, Ruth. Ja. Und ich finde die Idee nicht verkehrt. Aber ich denke, die Leute haben meine Version schon ein paar Mal gehört, weißt du. Ich wiederhole mich nicht gerne, aber ich hab das jetzt nochmal bildlich für dich irgendwie klargestellt, dass du dir auch so ein eigenes Bild schaffen kannst, weißt du? Yes! Ein paar coole Fotos für unser Netz. Nee, danke, dass du das mitgemacht hast, weil ich wusste am Anfang nicht, wie du darauf reagierst. Ich dachte, entweder denkst du dir so, Bro, Alter, lass mich mit diesem Ding in Ruhe, so. Kann ja auch sein. Nee, easy, Alter, Bruder. Ist doch jeden klar, Alter, was hier in Berlin abgeht. Ist doch jede Woche 2-3 Schießereien, jeder weiß das doch, Bruder. Als ob man nicht weiß, dass hier Kriminalität an oberster Stelle steht, Alter. Jeder kennt doch Berlin, Bro. Guck mal. Weißt du das? AK? AK außer Kontrolle. Ja, ich habe deren Album auch gerne gehört. Ich glaube, sind die nicht hier im Café oder? Nee, in Wedding, Bruder, oder? Ja, ach, klar, Wedding, aber das ist da. Neukölln. Das sieht alles gleich aus, Bruder. Sieht alles gleich aus, Alter. Diese Straße sah gleich aus, Alter. Aber ich war ja bei denen im Café, hab da das Interview mit denen gemacht und so. Diese Amsterdamer Straße, oder? Ja, Amsterdamer. Genau. Boah, was ist hier, Alter, diese Bombe? Guck mal, was ich dabei habe, Ruth, für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, darüber müssen wir. Ja. Das ist mein Blut, Bruder. Jeder redet immer darum, Bruder. Blut, Schweiß und Tränen stecken in ein Album. Ich hätte können ein T-Shirt reinmachen, ich hätte können eine Kette reinmachen, Bruder. Ich habe mein Blut da drin. Sieht man das, Bruder? Ich mache eine Aufnahme. Ja. Ich habe mein Blut da drin. Blut, Schweiß und Tränen stecken in diesem Raubtier-Album, Bruder. Das ist einfach Legendending, Alter, Bruder. Du kaufst dir die Platte und hast nicht einfach so ein verschrumpeltes T-Shirt drin, sondern du hast das Blut vom Künstler drin, den du gerne magst. Wenn du dann diese Songs hörst, die ich dir vielleicht später mal kurz so ein bisschen durchskippe. Ja, ich muss unbedingt das Album hören. Ich bin super gespannt. Denkst du dir so, okay, Alter, das ist Raubtier.
So handelt ein Raubtier, so lebt ein Raubtier, so muss ein Raubtier sein. Wir sind alles Raubtiere. Was ist denn mit Singles? Mit Singles? Ja. Video ausgekommen. Tyson und Ali ist rausgekommen. Genau. Danach bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Natürlich, Bruder, damals habe ich irgendwas rausgebracht, dann hast du an den Klicks messen können, was abgeht. Aber heutzutage haben Klicks nicht mehr diese große Relevanz, die Verkäufe zu ermitteln. Weißt du? Ja, das hat sich total geändert. Natürlich. Und diese ganze Klick-Atombomben hatte ich ja damals schon alles. Habe ich alles schon hinter mir. Es hat sich auch ein bisschen was verändert im Game. Natürlich. Also, YouTube hat sich genau ein bisschen verändert. Muss lieber habe ich 300.000, 400.000 Klicks auf ein Video, aber dafür verkaufe ich gut und lebe davon, anstatt einfach nur 3 Millionen Klicks und nichts zu verkaufen, Bruder. Was habe ich denn davon, Bruder? Was habe ich denn davon, wenn ich auf den Tisch klopfe und jeden Tag irgendwelche Leute grundlos disse, Beef machen und am Schluss keine Platten verkaufe, Bruder? Weil letztendlich am Ende des Tages zählt einfach nur gute Musik. Und das habe ich bei Raubtier wieder abgeliefert. Ja. Und ich habe nicht ohne... Bruder, hast du die Feature-Liste gesehen, Bruder? Bei Raubtier? Ja. Hast du die gesehen? Ja, natürlich. Gestern kam das raus, oder vorgestern? Ne? Vor ein paar Tagen. Ja, 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 klar. Hat man diese Feature-Liste, die ich da habe, und ein paar fehlen sogar, hat man die einfach so grundlos? Man hat sie ja, weil man ein gewisses Standing in der Szene hat, Bruder. Intern. Natürlich. Weißt du, Bruder? Und ich denke, dass die auch alle gerne meine Musik gerne pumpen, weißt du, und damit einfach eins sind und das mit mir zusammen so durchziehen. Deswegen, jeder Künstler auf dem Album ist auch direkt hingegangen und hat aufgepasst, dass er keine Schimpfwörter kickt und nichts, weißt du, Bruder? Hast du da echt wirklich drauf aufgepasst? Keiner hat irgendein Schimpfwort, Bruder. Keiner rappt irgendwie negative Sachen oder so. Jeder rappt einfach nur Motivation geradeaus und pure, saubere Emotion. Also ich war sogar mit Farid im Studio, der hat das so gemacht, Kollege hat das so gemacht. Also jeder hat das so gemacht. Hast du denen das gesagt? Ja, also die wussten, dass ich da drauf Wert lege und trotzdem hat mir keiner gesagt, ja, aber das bin nicht ich. Nee, die konnten sich damit identifizieren, die wissen, meine Platte funktioniert halt so, weißt du? Ja, cool. Und das rechne ich diesen Künstlern auch sehr hoch an. Und deswegen, jeder Einzelne, der da auf der Platte ist, den liebe ich auch musikalisch. Und menschlich müssen wir gar nicht darüber reden, sind alles Top-Leute so. Soll ich dir mal ein paar Sachen zeigen, oder? Ja, gleich. Wir können leider nur wegen der Aufnahmen immer das nicht so machen. Easy, Bruder. Wegen YouTube. Weil das manchmal dann... Ja, zeige ich dir dann privat, wa? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich werde den Leuten 100 Pro im Intro oder so noch mal kurz erzählen, wie ich das Album finde. Vielleicht können wir auch noch mal eine Box. Hast du noch eine Box übrig? Ich bekomme die erst übermorgen, Bruder. Okay, dann gib mir eine zum Verlosen. Okay, gebe ich dir. Können wir gerne nochmal verlosen. Yes, yo, Freunde. So, das war der zweite Teil von dieser Was-Los-Spezial. Rolle mit den R, aber rolle auch die Karriere auf mit MASS, Massiv, schöne Grüße an Massiv. Ja, Freunde, was sagt ihr zu Massiv, was sagt ihr zum Release? Raubtier ist ja am Start. Unten in der Beschreibung gibt es auf jeden Fall den Link zum Release, ja, vorbestellen. Könnt ihr dann, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, natürlich schreibt mir in die Kommentare, warum nicht, oder sagt ihr, Massiv ist gar nichts für mich, oder seid ihr treue Massiv-Fans, ja? Und wie hat euch das gefallen, dass er beim letzten Release gesagt hat, ey, keine Schimpfwörter, ruhige Mucke. Und jetzt bei diesem Release macht er wieder hart, aber er verzichtet trotzdem auf Schimpfwörter. Also er lässt es motivationsmäßig. Also hart, Hardcore-Rap, aber ohne du HSN. Freunde, danke fürs Zuschauen und es folgen natürlich noch die Fanfragen-Folge mit MISS. Und ich habe ihm natürlich eure Fragen vorgetragen. Und yes, yo, hier aus meiner Küche, aus der Gerüchteküche, Roos, was los? Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Channel hoppapok.de, like das Video, wenn ihr sagt, Roos, mach mehr Gerüchteküchenfolgen. Und wir sehen uns demnächst dann wieder, wenn es wieder heißt. Bei der Macht von Gangzeichen.